Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ich bin Rodmac und wir befinden uns heute nicht in Sanctuary Hills zu Beginn. Nein, das hier ist Starlight Drive-In. Ja, die meisten kennen das wahrscheinlich noch. Ich habe hier mal einen Sendemast hingestellt und habe jetzt in der Aufnahmepause, bin ich kurz hierher gekommen, wollte die Leute wieder verteilen und habe gesehen, da ist einiges los. Hab deshalb auch ein bisschen noch Ackerbau hingepflanzt und ein bisschen Wasser und Betten. Ja, die muss ich euch kurz zeigen. Die sind wunderbar. Also so möchte ich echt schlafen, wenn ich eine Siedlung aufbauen möchte. So. Unter der Brücke. Ja, aber es soll ja einfach nur, die Leute sollen ein bisschen zufrieden sein und das passt dann schon. Ich will ja hier nicht allzu viel Zeit darin verlieren. Wir wollen lieber raus ein bisschen Action erleben. Und das machen wir, indem wir uns jetzt ein neues Ziel aussuchen. Oh, ist das... Die Karte ist echt bombenvoll. Das gefällt mir. Hier unten, da gibt es noch einiges zu erledigen. Aber wir sind ja nicht mal in Diamond City gewesen. Und nein, das machen wir auch diese Folge nicht. Wir machen jetzt weiter mit irgendwelchen Quests. Und zwar, glaube ich, hier gibt es noch einiges, was wir zu tun haben. Folge dem Freedom Trail oder finde die Braumaschine oder besorg dir das Silver Shroud Kostüm. Ja, ich würde sagen, wir folgen erst einmal dem Freedom Trail. Und zwar gehen wir da vom Good Neighbor aus, oder? Ne, ich kann ja von hier ausgehen. Hallucigen incoming. Von da aus gehen wir jetzt den Trail suchen. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Was ich dann auch noch machen will, ist dann doch noch zur Bruderschaft einmal gehen. Zur stellenden Bruderschaft. Ich glaube, man muss das sich nicht von Anfang an entscheiden, für wen man arbeitet. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber ich denke, wir können das dann mal riskieren und der stellenden Bruderschaft unser Mitwirken zuteilen und dann mal schauen, was da passiert. Aber ganz klar ist, wenn ich bei Minutemen aussteigen müsste, würde ich das dankend ablehnen, ja. Ganz klar. So, und nachdem dann dieser lange Ladebildschirm bald wieder mal zu Ende ist, machen wir uns auf die Suche nach dem Trail. Ich bin mir nicht ganz sicher, was uns da erwarten soll. Ich glaube, da sind die Leute, die die Sins verteidigen wollen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, das war doch da. So. Lasergun, Tube erstmal weg. Und dann, ja, hier, 54 Meter, das passt doch. Ich hoffe mal, das ist das Richtige. Schau mal auf der Karte. Silberschrau-Kostüm. Ja gut, gehen wir halt, nee. Ich habe gesagt hier Trail, dann machen wir auch Trail. 80 Meter in diese Richtung und radioaktiv verseucht. Oh, was essen? Oh. Weil sonst weiß ich genau, wie das schon wieder endet. Die in den ersten 5 Minuten dieses Videos. Die meisten wissen es wahrscheinlich auch schon. So. Vollgefressen und kampfbereit. So. Wo kommen wir da hin? 60 Meter. Dogmeat ist schon wieder voller Elan vorne. Splittergranaten, Splittermine. Ja, die nehmen wir gerne mit. Da sage ich doch nicht nein dazu. Boylston Club. Silver Shroud Radio gefunden. Ich mache weiterhin das Radio nicht gerne an. Wir warten hier erstmal. Zerrissener Brief. Können wir vielleicht später lesen. Folge dem Freedom Trail. Abgeschlossen. Hallo? Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen... Ja. Hallo Führungsbot! Willkommen, Patriot. Ja, der sagt auch nicht mehr als das, okay. Was sollen wir denn hier machen? Was sollen wir denn hier Schönes machen? Ich glaube, die Karte sagt es uns schon, aber ich will erstmal hier schauen. Psycho-Schnapsglas, ja, jetzt ist gut, jetzt bin ich bereit. Park Street Station, gehen wir mal rein. Gibt's bestimmt was Spannendes für uns. Ganz bestimmt, ja. Ja, ich glaube, irgendwie 70 Meter waren angezeigt. Müssen wir weiterlaufen, um diesen Trail zu machen. Aber als erst einmal... Wenn ich dir sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau
dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn. Bereinige das schnell. Was? Ah, die sind uns nicht, okay. Wir sind hier nicht gerne gesehen. Ich verstehe das nicht. Ich bin doch eigentlich ein guter, freundlicher Mann. Aber ihr wollt es so, ihr könnt es so haben. Ich will mal kurz schauen, habe ich bei den Waffen Molotovs? Ja, ich habe Molotovs. Kollege, siehst du das? Das ist ein Molotov, mein Freund. Ja, und das ist ein Lasergun. Tschub, 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 tschub. So. Ist das ein Minigun, der da hat? Todesschütze, wieso schießen die alle auf mich? Die sehen nicht so feindlich aus. Ah, Todesschützen. Okay, der Name ist Programm. Wer ist Maloney? Philip Maloney, der Meisterdetektiv. Ah, komm. So. Ah, komm, geh brennen. So. Nämlich. Funktioniert. Erstmal alles sauber aufnehmen hier. Was haben wir da? Pistole. Sagen wir nicht nein. Noch mehr Munition. Ja, die Lasergun ist schon ganz gut gegen Menschen. Menschen. Laserguns töten Menschen. So, alles mitgenommen. Schachtel Zigaretten für den... Da. Ja, Putzmittel. Bring ich der Frau nach Hause. Ui. Könntest auch aufheben, das Ding. Aber nein. Geh in die Ecke. Geh brav in die Ecke. So, Stimpacks haben wir hier nicht. Nein. Na gut. Dann haben wir hier noch ein paar Leichen. Die nehmen wir auch noch aus. Hundenapf. Wieso hat er einen Hundenapf dabei? So, hier kann ich hier rein. Kann ich hier? Hier? Kasse? Hallo? Da rein? Ja. Ich bin da. Ein Minuteman der ersten Güte. Kronkorken, Schachtel, Stange Zigarette. Sehr schön. Hat's hier Vorkriegsgeld? Nein, hat's nicht. Okay, sehr lustig. Zurück an die Arbeit. Ja, und ein Terminal. Wir knacken ein Terminal. Nur für Personal des Verkehrs, der Verkehrstriebe. Betriebe. Oh, was? Fahrkarten kaufen. Funktion deaktiviert. Die Verkaufsfunktionen des Terminals wurden abgeschaltet. Wenden Sie sich an einen Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten. Tue ich nicht. Will ich nicht. Keine Informationen. Das ist, nein. Hinweis. Terminal abgeschaltet. Hinweis. Der Kauf von U-Bahn-Fahrkarten zu dieser Haltestelle wird am 11.02.77 automatisch im Rahmen Ihrer Schließung eingestellt. Richten Sie Fragen bitte vor der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses an den Haltestellenleiter oder Walltech-Mitarbeiter. Wiederholung. Ab dem genannten Datum werden am Park Street Terminal keine weiteren Fahrkarten ausgegeben oder geprüft. Bereits erworbene Fahrkarten sind weiterhin an allen anderen U-Bahn- und Einschienenbahn-Service-Plattformen in Boston gültig. Vielen Dank! Ja, so sind wir auch informiert. Nachricht an Mitarbeiter. Sehr geehrte Mitarbeiter-ID, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Haltestelle Park Street aufgrund eines Aufkaufs durch die Walltech Corporation geschlossen wird. Daher werden wir unsere Aufzeichnungen durchgehend und... durchgehen und unsere vielen geschätzten Mitarbeiter anderen Haltestellen und Abteilungen zuweisen. Das System sollte Ihren neuen Einsatzort automatisch finden. Sie wurden folgenden neuen Ort zugewiesen. Mitarbeiter gekündigt. Was? Danke. Danke, kümmert ihr euch so gut um mich, ja? What the fuck? Danke, wir freuen uns darauf, noch viele weitere Jahre mit Ihnen zu arbeiten. Ich glaube nicht. So. Haben wir nichts erfahren dadurch. Ist auch gut. Da drin ist noch irgend so ein Typ, der verdammt viel Lärm macht. Einmal Schlossknacken für Profis. Aber meine Nase ist so verstopft. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen seltsam klinge. Aber meine Nase ist komplett verstopft. Super. Ja, und ich wünsche euch natürlich, Freunde, ein schönes neues Jahr. Ja, es ist der 1. Januar sollte heute sein, wenn das Video hochgeladen wird. Ja, alles Gute in diesem Jahr. Ich
ja, wünsche euch was. Ist ja immer das Gleiche, weißt du? Jeder, alles Gute und Weihnachten vorher und alle wünschen sich die ganze Zeit alles Gute. Und im Rest vom Jahr, ja, bist du mir am Arsch. Gehst du mir am Arsch vorbei, ja? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, auf jeden Fall, ja, alles Gute und genießt das Leben, Freunde. Genießt das Leben wirklich. Es könnte aussehen wie hier, ja? Seid froh darum, dass es nicht so aussieht. So. Mülleimer ist leer. Siehst du, das Leben ist echt ein Hund. Der Mülleimer ist sogar leer. Komm, was denn? Habe ich den nicht getroffen? Da. So, jetzt gehen wir da mal mit anderem Handwerk bei. So, einmal. Was war denn das? Halt mal die Luft an, Kleiner. Der Hut kommt weg. Jetzt will ich den Hut abschießen. Was ist denn da los? Was ist denn das für eine Munition? So, 308er. Damit sollte das gehen. Oh, das ist ein Legendary. Kollege, wo bist du jetzt hin? Ja, sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert oder was? Ein bisschen Mollo. Was ist denn das für ein Typ? Wieso ist denn der gekennzeichnet? Ist ja wichtig. Ist das, so. Jetzt, er war wichtig vielleicht. Und da hinten ist auch noch einer. Wieso sind die alle gekennzeichnet? Ist das neu? Kappenpatch raus. Ich glaube nicht. So. Die haben alle so ein Sims-Zeichen. So ein Sims-Diamanten oben. Oh, Freunde, was geht? Das kommt mir ein bisschen vor wie so ein Mafia-Film. Aus den 50er Jahren oder so. Seht ihr das Zeichen? Dieses Sims-Diamant-Dinger. Oh, komm! Freund. Die haben sicher so Trommeln als Magazine. Ja, der Schaden war auch schon besser irgendwie. So. Noch einer. Das ist Dogmeat. Den schieße ich jetzt mal nicht ab. Das ist ein Ghoul. Aber ich mag doch Ghule. Aber keine Todesschützen-Ghule. So. Des Ghoul-Töters. 10mm Pistole. Sieh an. Nehm mal gerne mit. Aber schaue ich mir später mal an. Ja, mal aufstehen. Bin ich voll? Ich bin vollgepackt. Super Sache. Dogmeat. Hey. Du trägst mir mal wieder was. Ja. Und zwar gehen wir da ein bisschen Waffen ab. Hier. Und Impro. Alles, was kein Herzchen dabei hat. Laserpistole, Maschinenpistole. Das sind richtige Mafia-Gewehre, ja. So, den Cocktail nicht. Dann brauche ich Schlagring, brauche ich nicht. Springmesser. Ah, das ist richtig Mafia-Style. Echt? So, und diese Waffen hier alle auch. Das sieht alles ganz nett aus. So, was haben wir denn bei der Kleidung? Da kann man auch einiges abgeben. Einfach mal durchrattern, das Zeug. Dogmeat kann ich mehr tragen. Was bist denn du für ein Schwächling? Ich muss unbedingt, ich hab's gemerkt, Freunde, ich muss unbedingt beim nächsten Perk, ja, das bisschen skillen, dass ich mehr tragen kann, ja, weil es ist echt nervig fürs Let's Play, wenn ich da die Taschen immer wieder voll habe. Deshalb habe ich mir gesagt, ich werde die nächsten Punkte da wirklich reinsetzen, auch wenn es fürs Spielerische her mir nicht Vorteile bringt, also ich nicht stärker werde. Aber es nervt mich doch so sehr, dass ich das doch tun machen muss. So, jetzt ist die Nase komplett voll. Jetzt kann ich kaum noch atmen. Das ist Wahnsinn. Ich werde mir ganz kurz die Nase frei machen. Kurzen Moment bitte. Oh, da kommt noch wer. Moment. Der wird erstmal auch... Nö. Was? Ja, mit voller Nase kann ich nicht schießen. Das sind ja zwei. So, und Freund. Ah, komm. Echt? Ich will ja keinen Molotow-Cocktail verbrauchen dafür. Glocklied, Packing. Ja, schön. So, jetzt aber ist es Zeit, um einmal die Nase zu befreien. Ganz kurzen Augenblick. 12 Sekunden später. So, das war's auch schon. Dankeschön. Ja, ein Stück Hirn ist auch noch mitgekommen. So sehr gepustet.
So, was haben wir denn da? Alles mitgenommen, egal was wir haben. Auch hier alles mitgenommen. Ich frage mich, ob der Trail irgendwo hinführt, wo ich gar nicht hin will momentan. Ist das der Freedom Trail? Das kann ja kaum sein. Ich glaube nicht. Das wäre ziemlich schräg. Schauen wir mal hier. Kennen wir alles. Okay, danke. Müssen wir uns nicht mehr anschauen. Diese Kisten kann ich nicht looten. Oh, ich kann keine Kisten looten. Hier ist auch noch eine Tür. 63 Haarklammern. Freunde, wenn ihr selber spielt, ich kann euch echt nur empfehlen, das Perk zu skillen, dass ihr mehr Gegenstände und Munition findet. Das ist nämlich Wahnsinn. Ich finde das wahnsinnig, wie viel Munition ich plötzlich habe. Ich weiß nicht, ob das normal ist im Spiel, dass man plötzlich so viel Munition findet oder ob das wirklich an dem Perk liegt. Da haben wir noch Munition. Das Safe. Krieg ich nicht auf. Den ich nicht aufkriege, okay. Munition. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Nein, ich war doch. Kurz schlafen. So. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man so viele Munition findet jetzt, aber es ist wirklich, das ist krass, wenn wir die Waffen durchgehen. 20 Meter in die Richtung. Ich glaube, wir sind schon richtig hier. Nein, sind wir nicht. Da drüben geht ja nichts. Doch, da hat es auch noch eine Tür. War ich da schon? Wo war ich denn da schon? Denke nicht. Terpentin! Da war ich nicht, sonst wäre das Terpentin schon weg. Klebeband, Sturmfeuerzeug. Ja, alles mitnehmen. Alles. Kühlmittel. Kann man immer brauchen, ja? So. Jetzt gehen wir da halt weiter. Schauen wir uns da ein bisschen um. Ich glaube, mit der Karte, wir kommen nicht allzu weit weg davon. Parkswitz Station. Ja, komm, wir gehen einfach mal weiter. Wir schauen mal, wo das hinführt. Wir können ja wieder zurückporten dann. Wenn wir irgendwo rauskommen, wo wir gar nicht sein wollen. Die Musik ändert. Oh, aber echt. Ich habe da noch gar nicht angefangen. Oh, erstmal Molotow werfen. Na, aber. Kommt wieder der Superschunkler hier. Oh, bleibt doch stehen. Okay. So, Köpfchen. Nochmal Köpfchen. Da war noch einer. Einer muss da irgendwo noch sein. Du trägst zu viel. Sehr schön. Genau auf das habe ich spekuliert. So. Und hier ist auch noch einer. Wieso haben einige diese Dinger, diese Diamanten und andere nur Striche? Auch auf der Minikarte waren beides eingezeichnet. Striche und Diamanten. Wieso? So. Wieso habe ich denn so keinen Platz? Das ist auch so Wahnsinn. Ja, wir lassen mal ein bisschen Kleidung hier. Brauchen wir nicht. Geflickter Dreiteiler, hallo? Das ist ja, ne? Nichts für Männer wie uns. So, Jeans, nein. Wir trinken heute noch Jeans. So, dann fange ich halt wieder an, nur Sachen mitzunehmen, die keine Kleidung sind. Wie zum Beispiel diese wunderschöne Mutabeere. Abgenusster Filzhut, nein. Ich werde, Süßkuchen. Ich werde halt da wieder zurückkommen müssen, wenn ich dann wieder allein... was? Was? Ich wieder alleine bin, weil das gibt halt schon ganz gut Geld, das Zeugs. Deshalb komme ich dann wieder zurück, wenn die Zeit reif ist. Vault Türsteuerung aktivieren. Ist hier eine Vault? Freunde, was? Haben wir gerade eine Vault gefunden? Wie geil ist das denn? Vault 114. Freunde. Ist das geil oder ist das einfach... Wow. Finde ich jetzt echt gerade krass. Wie cool. Und dann geht er irgendwo sonst hin, ja? Nein, da gehen wir jetzt rein. Wir haben ja noch genug Zeit. Noch 10 Minuten. Wir müssen vorsichtig sein, natürlich. Verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn Sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Dala!
Wer bist du denn? Auch so ein Todesschütze? Sag mal, seid ihr eigentlich alle nicht ganz dicht, ihr verdammten... Junge, ich hau mir mal ein Stimpack rein. Einfach nur so zur Vorsicht. So. Komm, ich bin doch Nahkampf-Spezialist. So. Wo ist der zweite? Hier. So. Was zum Geier ist denn... Oh. Nee, das ist... dachte schon, das ist eine legendäre Waffe. Baseballschläger. Aber ich muss hier unbedingt zurückkommen. Unbedingt. Wenn hier... Schiebetür. Wenn hier eine Vault ist, dann gibt es hier richtig auch... wahrscheinlich auch richtig viel zu looten. Tut mir leid, Nase schon wieder voll. Es ist Wahnsinn. Ah, ich muss mir nachher irgendwie Salzwasser reinhauen. So. Gib mich da mal runter. Hallo? Sind hier auch nette Menschen? Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftig. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Aha, also richtig Mafia-Style. Richtig Mafia-Style. Ah, Patrone. Wo ist er? 11 Patronen. 38er. Hallo. Ihr gehört jetzt zu meinem Inventar. Einfach mal ein bisschen draufgeschossen. Ich will da keine Splittergranate oder so verbrauchen. Die können ja nichts, die Leute. Ich bin gerade ein bisschen... Ah, ich finde es ein bisschen schade. Ich dachte hier... Was macht ihr denn? Hey, warte da. Nein, nicht. Dogmeat. Dogmeat, geh da mal weg. Komm, weg da. Komm, Dogmeat. Ich will looten. Kronkorken, da. Den Rest brauche ich nicht. Und der hat 308er und 10mm. Ja, ich dachte, da treffe ich Leute, die mir gut gesinnt sind. Aber Vault 114 ist kein Flecken für mich. Boah, leck mich am Arsch. Was geht denn hier bitte? Du, seid tote Männer. Oh, ich kann jetzt schneller schießen mit dem Ding. Das bringt mir nur nichts. Oh, Legendary. Stimpack. Und dann gibt's hier mal ein Geschenk von mir. Mit besten Grüßen. Arschlöcher. Das war kein Treffer. Das war auch kein Treffer. Oh Mann. Was mache ich denn wieder? So. Einmal weg. Ist das die 308er? Ja, Level erreicht. So, jetzt können wir mehr tragen, Freunde. Bevor ich... Sonst vergesse ich das dann wieder. Wenn ich schon verspreche, dann mache ich das Ding auch. So. Das geht unter Stärke. Irgendwo unter Stärke. Hier. Hallo? Eisenform. Nein. Erste Liga. Nein. Kann ich nicht. Ist er nicht. So, da. 25 mehr Tragkapazität. Unbedingt. So. 3,95 ist jetzt eigentlich Wahnsinn. Oh. Aber ich werde das langsam ausbauen, Freunde, weil ich habe da echt keinen Bock, jedes Mal wieder zurück zu müssen. Die Sachen zu schrotten oder verkaufen. So. Ich kann nicht die Luft anhalten momentan. Ich muss warten. Muss ich ein bisschen so auf gut Glück zielen. Komm, ja. Das passt. So. Diese Vault. Ich habe das Gefühl, hier werden wir noch irgendwas finden, was uns extrem hilft. Weil so eine Vault findet man nicht einfach so. Oh. Zinsrüstung. Geil. Reduziert denn durch Myalurks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Hey, nehmen wir gerne mit. Ja, ich höre dich ein bisschen. Ja, ich muss da. Ich muss hier alles looten kommen. Alles looten kommen. Ich komme gar nicht mehr zum Spielen. So viel muss ich looten. Da drüben gibt's nichts. Erstmal hier drüben noch schauen. Ist das die 308er oder ist das die 38? Es war die 308er. Die macht irgendwie weniger Schaden. Dafür kann ich mehr schießen. Ja. Sollte aber eigentlich mehr Schaden machen. Als die letzte Waffe. Gemäß der Statistik. Ja. Aber, boah.
Wir kommen auch so durch, von daher ist das kein Problem. Ich weiß auch nicht... Ey, halt's Maul. Waren wir da? Nein. Bilder! Ich will Bilder mit nach Hause nehmen. Ha, Klammern. 3. Vorkriegsgeld. 1000. Klebeband. Noch mehr 1000. So. Glühbirne. Wo? Oh, doch nichts. Das ist Arschloch. Was? So, ich will erstmal, bevor ich da runtersteige, will ich da oben. Oh, Vorkriegsgeld. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Hast du ein bisschen was reingepfeffert, Junge? Ne? Hast du ein bisschen Drogen genommen? Hä? So. Gibt's da sonst nichts mehr? Ganz kurz noch, bevor wir, weil sonst, ja, ihr wisst schon. Ich habe jetzt gerade, da waren wir. Das ist das Gleiche. Okay. Sonst da oben. Nichts? Bilde ich mir jetzt schon Sachen ein? Nein, von da kamen wir. Nein, da. Okay. Ja, nee, alles okay. Alles okay. Gibt's nichts mehr, glaube ich. Wenn ja, dann verbessert mich in den Kommentaren. Hier. Haarklammern. So, dann gehen wir hier mal runter. Und Kollege. Komm. Oh. Habe ich schlecht geblockt. Geblockt und... Oh. Der blockt auch, der Sauhund. So. Schweinehund. Dankeschön. Haarklammerbox. Jetzt haben wir dann wieder Haarklammern. Agogo. Walltech Terminal. Eigentum von Walltech. Walt 114 Personal. Vertraulich. Walltech Freigabe SL4 benötigt. Nur für Mitarbeiter. Verstoß VTP01042 interessiert nicht, ich weiß. Willkommen Mitarbeiter. Willkommen. Nach vielen Monaten der Vorarbeit freuen wir uns sehr, die technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter im neuesten Komplex der Walltech-Familie begrüßen zu dürfen. Walltech 114. So wie Sie wollen wir möglichst bald mit dieser neuesten Unternehmung beginnen. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die große Zahnradtür für die neuen Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich aufgefallen, dass wir hier für die Bauarbeiter externe Hilfe angeheuert haben. Das liegt an den Besonderheiten der Lage. Durch die Verwendung der ehemaligen Park Street U-Bahn Station verringern wir nicht nur die Dauer der Arbeiten, sondern auch die Kosten. Zudem eignet sich diese Lage perfekt für die Beobachtungsstudie dieser Walls, zu dem wir später ein eigenes Memorandum verschicken werden. Ein Memo verschicken werden. Bis zur Fertigstellung werden sich aus diesem Grund allerdings auch zahlreiche Zivilisten in diesem Bereich aufhalten. Es ist an Ihnen, die Sicherheit von Walt 114 zu gewährleisten und das Experiment vor neugierigen Blicken zu schützen. Der Feind hört mit und sorgt so für Ihre Entlassung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Nochmals herzlich willkommen, Walltech Management. Ist immer ein bisschen alles so kalt, ne? So, wenn du nicht passt, dann wirst du hier, ja, gekündigt. Warnung! Dieses Memo ist nur für die Mitglieder der Walt 114 Wissenschaftsabteilung und Personen mit entsprechenden Freigabe bestimmt. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen und den Verstoß dem Aufseher oder einem Mitglied der Walltech Sicherheit melden. Vielen Dank, Sozialwissenschaftsabteilung. Wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Walt 114 für hochrangige Mitglieder der kommunalen und Staatsregierung, lokaler Stars und Geschäftsleute sowie deren Familien bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden. Okay. Allerdings wurde die Annehmlichkeiten dieses Walls den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt, zusammen in einem Einzimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt, die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat und zudem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Die Personalabteilung hat gemeldet, dass es mehrere passende Kandidaten gibt. So. Aha. Und sonst?
geht's weiter. Indem wir den Bewohnern den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktionen in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben. Selbst oder gerade dann, wenn das zu psychischen Beeinträchtigungen, Bloßstellungen oder Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Vielen Dank, Walltech Management. Mal wieder Versuchskaninchen. Okay. So, und wir sind eigentlich schon bald am Ende dieser Folge. Ich werde aber jetzt hier trotzdem noch ganz kurz, das, so fängt das immer an, noch ganz kurz hier, ne, da ist aber nichts. Ah. World 114, wo kommen wir jetzt hin? Hä? Wir waren doch schon in der World. Hä? Ah, wir waren wieder in der Park Street Station. Jetzt sind wir wieder in der World. Okay, aber ich glaube, die Vault ist soweit leer. Nein, ist sie nicht. So, also, das machen wir in der nächsten Ausgabe, Freunde. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Könntet ihr vielleicht... Dieser kleine Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Hallo? Oh nein, das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Ja, biege das gerade, aber beim nächsten Mal. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmack. Ciao.